Im Berliner Raser-Prozess sind zwei Männer zum zweiten Mal wegen Mordes verurteilt worden. Bereits 2017 verhängte ein Gericht lebenslange Haftstrafen. Das Urteil war später vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden. In der Begründung der Richter hieß es, die beiden Angeklagten hätten aus nichtigem Anlass mit dem Leben anderer Menschen gespielt. Die heute 27 und 30 Jahre alten Männer nahmen an einem illegalen Autorennen auf dem Kurfürstendamm teil. Sie hätten in Kauf genommen, dass alle möglichen Personen zu Schaden kommen, nur um dieses Autorennen zu gewinnen. Ein unbeteiligter 69-Jähriger kam ums Leben, als der Wagen eines der Raser sein Auto rammte. Der zweite Angeklagte wurde als Mittäter verurteilt.